Katharina Krüger, kurz vor der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft. Du bist noch nicht so lange als Profi-Triathletin unterwegs. Nimm uns ein bisschen mit. Wo kommst du her? Wie alt bist du und wie hast du dich qualifiziert? Ja, also genau, ich bin noch nicht ganz so lange Profi. Ich war 2019, habe ich meine ersten Mitteldistanzrennen gemacht und es hat auch ganz gut geklappt. Also ich war dann bei der Challenge Heilbronn, bin ich deutsche Meisterin und meine AK geworden und konnte mal Bea die Nizza-Quali ziehen und wurde dann bei der WM Vierte in meiner Age Group und dann dachte ich, okay, ich möchte das mit dem Profi-Sein einfach mal ausprobieren und habe dann für 2020 eine Profilizenz gezogen. Dann kam Corona und jetzt 2021 aber richtig durchgestartet. Ja, erster Platz beim Apfelland-Triathlon, dann in der Schweiz die Quali hier für die WM geholt und ja, besser kann es eigentlich nicht gelaufen, besser konnte es nicht laufen und jetzt gucken wir einfach mal, was da noch geht. Du bist früher Leistungsschwimmerin gewesen. Siehst du da deine Stärke oder hast du inzwischen in den anderen beiden Disziplinen ausgeglichen? Also ich glaube schon, dass Schwimmen schon eine Stärke von mir ist, da einfach ich vorne dann mit aus dem Wasser kommen kann. Jetzt wie es hier aussieht, klar, Lucy Charles ist schon ein anderes Level. Mal gucken, ich hoffe, dass ich mit der ersten großen, Gruppe rauskommen kann. Aber ich denke schon, auf dem Rad habe ich mich jetzt auch viel verbessert im Gegensatz zu früher. Und das Laufen lag mir auch schon immer relativ gut. Also denke ich, dass ich schon relativ ausgeglichen bin. Du hast Lucy Charles Barkley angesprochen, auch Daniela Rief als Titelverteidigerin ist wieder dabei, auch andere große Namen. Macht dich das ein bisschen nervös? Ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ja, also schon, es ist auf jeden Fall eine totale Ehre, hier zu starten. Jetzt vor allem in der ersten Profisaison hätte ich damit nicht gerechnet. Finde ich total cool und ich konzentriere mich auf mich, aber freue mich natürlich einfach mit so großen Namen im Rennen zu sein. Ich bin schon hier in der Schweiz, konnte ich mit Daniela Rief aus dem Wasser laufen. Das war schon ein super Gefühl und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das hier im Rennen passiert und auch die Renndynamik in so einem großen Profifeld, ja, wie das alles abläuft. Erfahrung mitnehmen, das Beste rausholen und ich freue mich einfach. Der Kurs hier in Saint-Georges hat einiges zu bieten an Höhenmetern. Wie intensiv hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Ja, genau. Also einige Höhenmeter sind da, aber schon in meinen vergangenen Rennen habe ich mir schon immer eher profilierte Strecken rausgesucht. Also ich denke, das liegt mir ganz gut. Und auch jetzt, ich sag mal, das letzte Rennen war der Allgäu-Triathlon. Da waren jetzt auch ein paar Höhenmeter auf der Strecke. Ja, ich denke, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Die Strecke ist so, wie sie ist. Müssen wir alle mit leben. Und ich glaube, das ist kein Nachteil für mich. Wo möchtest du langfristig hin? Ich weiß, dass du auch mit der Langstrecke liebäugelst. Ja, also früher war eigentlich die Langstrecke mein großer Traum. Jetzt bin ich auf der Mittelstrecke erstmal und bin da erstmal ganz glücklich. Also Langstrecke ist noch weit entfernt. Ich bleibe erstmal hier im Jahr 70.3 Distanz und möchte da erstmal richtig durchstarten, mich im Profifeld halt gut etablieren, auch dann ja auch bei 70.3 WM weiter nochmal teilnehmen und dann auch eine richtig gute Platzierung machen und mich da erstmal weiterentwickeln und dann langfristig. Langfristig kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auf der Langstrecke und auf der Langdistanz zu sehen zu sein. Setzt du dir für dein erstes WM-Rennen als Profi-Triathletin eine bestimmte Platzierung oder wie wirst du in das Rennen gehen? Also eine bestimmte Platzierung habe ich mir jetzt noch nicht gesetzt. Ich möchte einfach wie mit der ersten großen Schwimmgruppe rauskommen und dann auf dem Rad ja, möglichst in der Gruppe bleiben, da fair mitfahren und dann schauen, was beim Laufen noch geht. Auch die Bedingungen sind natürlich einfach brutal warm. Jetzt sind wir in Deutschland mit dem Sommer, der war jetzt nicht ganz so krass. Ja, einfach gucken, was funktioniert und dann für mich ein gutes Rennen machen und damit dann zufrieden sein. Platzierungstechnisch habe ich mir aber keine bestimmte vorgenommen. Alles klar, wir werden verfolgen, wie es aussieht für dich und sind gespannt, was bei rauskommt. Vielen Dank.